Die Silberbüchse Winnetous. Ich bin Karl May. Nein, natürlich bin ich nicht Karl May. Ich bin Roland und spiele Karl May. Aber ich war noch nie genauso wenig wie Karl May zu den Zeiten, in denen er die großen Abenteuer erlebt haben will. Genauso wenig war ich auf großer Abenteuerreise irgendwo im Orient oder in Amerika. Karl May ist bis nach Singapur gekommen. Aber anstatt, dass es ihm dort gut ging, hat er einen Nervenzusammenbruch gehabt. Unser großer Lügenbaron Münchhausen. Lächerlich. Entschuldigung. Bist du in der Probe endlich jemand aus Fleisch und Blut? Ja. Hier, hallo. Ist das die Museumsinsel? Karl May Museum und Lügenmuseum zusammen? Ja. Gute Frage. Und die Antwort? Die wüsste ich auch gerne. Ich suche jemand anders, danke. Okay. Eigentlich ist Karl May als armes Kind auf die Welt gekommen. 1842, am 25. Februar, war sein Geburtstag. Ob er sich jemals gedacht hat, dass er aus seiner Armut so viel Ruhm machen kann? Das lag wahrscheinlich nur daran, weil er sich als Lügenbaron Sachsens mehr einfallen ließ als unser Lügenbaron von Münchhausen. Wer weiß, was aus ihm geworden wäre, wenn man ihm nicht dahinter gekommen wäre, dass er tatsächlich nur ein Lügner ist. Aber es gilt immer das gute alte Gesetz. Warum die Wahrheit erzählen, wenn man eine gute Geschichte kennt? Thank you.